Können wir nämlich hier entlang? Da geht's wieder in den Keller runter. Nein, da wollen wir nicht entlang. Ticket Office, Ticket Office, Ticket Office. Ticket Office sollte eigentlich nach draußen führen. Das ist eine... Is someone there? Nö. Kommst du? Come on out then. Oh, hör nicht auf, dich zu bewegen, sobald ich irgendwas sage. Das ist doch... Hopp. So. Da bin ich vollkommen sicher. Eins ist sicher, den werde ich so nicht bekommen. Vor allem, da ich nicht weiß, wann er kommt. Das ist sehr, sehr schlau. Wird er überhaupt kommen? Nächster Punkt. Okay, es sieht so aus, als ob ich in den Schatten gehen könnte. Ja. Super. Super, das ist alles, was ich erstmal wollte im ersten Schritt. Zweiter Schritt sieht ein bisschen anders aus. Lalalala. Over there. Over there. Nein, nein. Don't see anything now. Okay, da möchten wir auf jeden Fall raus. Das sieht super, super, super gut aus. Oh Gott. Habe ich wieder diesen Edeka-Werbespot super geil im Kopf. Niemand. Seems quiet enough now. Jo. Oh, well. Okay. Ich hatte immer noch keine Ahnung, wie ich hier rauskomme, um ehrlich zu sein. Ich sollte mir erstmal einen groben Weg machen. Das heißt. Nein. Aha. Ich möchte erstmal wissen, wie ich hier rauskomme. Und dann werde ich versuchen, hier rauszukommen. Besser gesagt, wenn ich dann eh schon da bin. Da will ich nicht rein, nö. Hi. Operation Bash Escape. Ciao. Ich bin in der Stadt. Das ist super. Yes. Wuhu. Es geht weiter. Wir haben es geschafft. Am Schluss etwas lame, aber hey. Ich darf tun und lassen, was ich will. Das tue ich auch. Öfters mal. Und natürlich wurde es nicht angezeigt. Natürlich nicht. Deswegen füge ich jetzt hier dieses Video ein. Der Lufttalisman ist eine interessante Herausforderung. Ich brauche ihn, wenn ich Konstantine das Auge besorgen möchte. Es ist im Hammeritentempel der Stadt gut versteckt. Ich muss also erst einmal die Lage peilen. Das Problem ist, dass hier Tag und Nacht etwas los ist. Nicht einmal ich bliebe lange unentdeckt. Wie sagt man? Wenn man einen Brief verstecken möchte, ist der Kaminsims der beste Platz. Ich werde also als Hammeriten-Novize verkleidet einfach durch den Haupteingang schlendern. Mein Gott, bin ich genial. Zumal Novizen auf dem Tempelgelände nicht sprechen dürfen. Mit meinen Kontakten sollte ich mir einen Novizenpass besorgen können, mit dem ich durch das Tor komme. Wenn ich einmal drin bin, habe ich alle Zeit der Welt. Ich kann den Tempel in Ruhe durchsuchen und den Talisman einpacken. Solange ich keine Gewalt anwende oder geschnappt werde, was ich nicht hoffe. Als Neuzugang wäre ich mit Sicherheit der Erste, den Sie verdächtigen, wenn etwas nicht stimmt. Wie war? Okay, unser Held ist immer noch recht von sich eingenommen. Ah, von mir aus. Wenn jetzt das Video kommt. Nee, oder? Ah, nee, natürlich nicht gut. Nee, nicht gut. Keine Ahnung, ob es gut ist oder schlecht. Die Videos funktionieren bei mir immer noch nicht, aber okay.
Ich werde wohl den einen... Ich kann mir gar keinen... Okay. Ich möchte auf jeden Fall ein paar Wasserpfeile... Ich weiß gar nicht, was ich brauche. Mann, die Missionsbeschreibungen sind nicht wirklich hilfreich jetzt gerade. Ich kann auf jeden Fall alle davon kaufen, ne? Hm, okay. Von mir aus. Ich habe das Scroll, okay. Das sollte ich auf jeden Fall gleich lesen. Werde ich jetzt wahrscheinlich komplett vergessen, aber... Nehmen wir mal so das Übliche mit. Wir können ja noch einen Gas-Arrow? Nee, können wir nicht. Will er nicht so viel Leben verlieren. So, passt. Okay. Wir können uns ja hier frei bewegen, oder? Da ist sicherlich kein Haken dran. Nö. Wir können hier ganz normal entlang laufen. Wir brauchen hier keine Sorge zu haben. Doch, das ist auch mal eine schöne Abwechslung von Missionen. Hi. Na, was geht? Darf ich rein? As approved by His Eminence, the High Priest Markander, me deliver unto you this novice under the standard agreement of service. The novice is sent with full status and training as such and should serve with humility and vigor to the best of his skills. He will endure a standard 3-year contract of service, at the end of which he will be considered for indoctrination as an elevated acolyte. The novice has been instructed in the rules and structures of the order, has sworn his warrants to be silent in his vigils, and knows to maintain the marked privacies, as indicated by the standard inverted red hammer sigil. Please remit periodic evaluations of his conduct as warranted at 6-month intervals. May the hammer fall on the unrighteous. Officially, Brother Sackelmann. Open the gate! Woohoo! Woohoo! Wir können rein! Let me in. Oh. Oh, ich weiß, wo das hinführt. Hi. Na, was geht? Kann ich da jetzt überall rein? Ha. In light of the recent break-in at Craig's left, all temple patrols will be doubled. Until further notice. Okay. Kann ich dich irgendwie ablenken? Muss doch sicherlich wieder... Oh, das ist eine gute Karte. Cool. Hm. Okay, das sollte ich mir auf jeden Fall merken, welche Himmelsrichtung ich laufe. Ich muss nur den Talisman of Air stealen, okay. Kann ich dich... Ja. Dachte ich mir schon, dass das nicht so gut ist. Ach, 75, come on. Pff, dafür würde ich mich nicht, Oh. Sorry. Ich wollte nicht falsch rumlaufen. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich auch nicht so leicht. Hi. Na, was geht? Was tut ihr jetzt hier so für eure Freizeit? I am Wallbuilder. Let my walls endure from season to season, year to year and age to age. Let my walls stand with families toil, armies march and empires fall. I am a Wallbuilder and my walls will stand always as a shield against evil. This I pray that will the Master Builder grant. Ich finde den Orden ja irgendwie eine coole Idee. So ganz leicht. Ich weiß noch nicht, was ich mir alles erlauben darf. Dieser Mission, aber ich schätze mal... Das ist auf jeden Fall Teil der Aufgabe. Okay. Schauen wir erstmal, dass wir die Orientierung nicht so sehr verlieren. Hi. Wir kommen da. Okay, das ist relativ leichte Karte. Oh, man sieht ja sogar den Raum, in dem wir sind. Oh. Das ist ja super einfach. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Aber ich kann mich frei umschauen. Dann würde ich mal schauen... Immer dem Symbol nach. Die werden ja wohl irgendwas zu bewachen haben. Lalalalalala. Versuche. Will ich irgendwas klauen? Nein. Ach Gott. Das ist so verlockend. Ich schätze mal, das ist doch der Sinn davon. Wow, so viel Geld.
Okay. Immer die Map im Kopf behalten, immer die Map im Kopf behalten. Wir sollten alles durchsuchen. Huch. Tiefer runter? Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber gut, wenn du meinst, Gehirn. Von mir aus. Ich folge dir. Hi. Schnarchst du? Ha. Okay. Der schnarcht jetzt sehr unruhig. Wow. Was ist das hier? Sieht cool aus. Das ist die Folterkammer. Ja. Ja, du darfst mich ruhig hören. Ich darf hier unten sein. Ich bin einer von euch. Lalalala. Aber ich denke mal, ich werde wieder hochgehen. Da unten scheint nichts Besonderes zu sein. Also wäre das Stockwerk schon mal komplett, einigermaßen komplett abgehakt. Okay. Da geht's wieder in den Hauptraum. Also in den Hauptraum dieses Stockwerkes. Okay. Ah, das sieht doch ganz schön aus, ja. Doch, das hat was. Ich möchte da hoch. Just because. Was? Ging das? Nee. Es war nur ein Leck, oder? Ja, es war nur ein Leck. Kann man hier wirklich überall auf? Nee. Okay, gut. Super. Dann ist diese Funktion doch nicht so verbuggt. Nein, das geht auch nicht. Okay. Okay. Ich habe nichts gesagt. Alles super. Huch. Bin ich weiter nach unten? Hopp. Gehen wir einfach mal hier entlang. Why not, right? Wir können überall hin. Say the Baron means to raise the tariffs again, even on greens and meat. Here lies Brother Terence. He fought the unrighteous to his last breath. His grandfather cared less for his pocketed gold and more for his soul's health, but no longer. The builder's truth it is that men without belief do soften and fail as rotten wood. Oh je. Sind nicht sehr menschenfreundlich. Ja, ja. Da könnte ich jetzt rüber. Damit könnten wir die Mission ein bisschen abkürzen, oder? Naja, ich könnte hier auch so hin, das ist jetzt nicht wirklich irgendwie vorteilhaft. In keinster Weise. Außer, dass ich jetzt schon in der Bibliothek bin, die ich rein wollte. Zeitvorteile sind immer gut. Oh, hier sind Alarmknöpfe. Wieso bauen die Alarmknöpfe in diese Welt ein? Oh, Kathedrale. Hier ist es doch sicherlich irgendwo. Time was, the sinners we take was to have no second chances. They were dispatched forthwith to explain their misdeeds to their builder. Our strength and resolve, it is not what it once was. And see what our weakness have gained us. Crime and sin reach to the very heights of the city. Ja, würde ich auch sagen. Alles ist schlecht. Früher war alles besser. Das übliche Blabla geblubber halt. Okay. Werbebe. Pfeift nicht so laut. Das wollte ich sagen. So. Ich hau ab. Hier wird's laut. Oh. Okay. Hier war ich wohl auch schon, ja. Tja, die Tür schon geöffnet. Ich möchte irgendwie in Richtung des Geräusches. Nee, hier sind glaube ich die Türen einfach so geöffnet, oder? Nee, hier war ich auch schon. Ah! Ich meine, ich weiß ganz genau, wo ich auf der Map bin. Das wird mir ja angezeigt. Aber ich habe keinerlei Ahnung, wo. Reliquary. Würde meinen, dass es ein Reliquary ist, aber da war ja nichts. So groß ist das Gebiet jetzt auch nicht. Okay. Da ist eine verschlossene Tür. Verschlossene Tür equals fun to have.
Alala, noch ist alles in Ordnung. Muss ja echt aufpassen. Komm, geh auf. Wir sind hier noch mit allen freundlich gestimmt. Okay, jetzt kommt gleich jemand. Du da. Kann ich die Tür einfach zumachen? Ja, kann ich tatsächlich. Och. Komm an. So macht man Türen zu. Man mag es kaum glauben. Das ist die Kunst, Tür zu schließen. Türen zu schließen. Ups. Come on. Geh auf. Thank you. Donner. Hammer it, bla bla bla. When you build this box before the and builds the fortress with. With you though. Bah, Gott. Wilt thou go inside and shut the door, or wilt thou say yes and no, I shall raise one of mine own? Okay. Das klingt doch mal gut. Lasst mich hier mal kurz alleine. Ich hab hier was zu tun. Nein! Dammit! Okay, das war eh keine wichtige Tür. Och. Das ist ein bisschen doof. So. Bla bla bla. Ich weiß echt nicht, wie sehr die da auf korrekte Türen halten oder sowas. Egal. Interessantes Level. Leider noch sehr, sehr, sehr komplex. Aber ich würde sagen, da wir uns relativ am Anfang an einem sicheren Ort, an einem wirklich richtig sicheren Ort befinden und die Episode jetzt vorbei ist, speichere ich mal geschwind. Schau, ob es auch gespeichert hat. Jupp. Und verabschiede mich dann. Falls euch gefallen hat, liken. Falls euch gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Ciao, Leute.